Und dann fehlt uns bloß noch urzeitliche Krieger. Übrigens ist auch wichtig, wie unsere Leute ausgestattet sind für unseren Ruhm. Echt? Haben wir wirklich nur so wenig Nahrung? Woran mangelt es denn eigentlich? Also irgendwas scheint ja nicht richtig zu laufen. Guckt, dass ihr Mehl und Brot herstellt. Okay, Stein haben wir jetzt erstmal eh genug. Jetzt ist hier alles rundherum gebaut. Wir haben überhaupt nicht wenig Nahrung. Wir brauchen mehr Rinder. Ah, ich habe 10 gekappt. Interessant. Ein paar Speere machen wir mal. Ein paar Stahlhacken. Und Stahlsicheln braucht man eh immer. Okay, die Brote werden weniger. Meins, 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 auf jeden Fall meins. Das will ich auch haben, 172 durchschnittliche Provision. Tannin läuft soweit. Leinen haben wir tatsächlich verbraucht. Die brauchen wir nicht mehr. Die können weg, die können weg. Wundert mich eh, dass sie sowas noch haben. Gut. Ich habe noch so viel Stroh. Da macht es jetzt nichts, wenn ein bisschen was weg ist. Noch 37 weitere können da rein. Mehr Vieh ist mir auf jeden Fall gerade wichtig. Guck mal, ob ihr noch ein paar Hirsche jagen könnt. Brote werden gerade ein bisschen weniger. Mehl läuft. Ach, gar nicht wahr. Läuft doch alles, was ihr wollt. Gut, jetzt müsste ich eigentlich die nächste Errungenschaft haben. Die Nordsiedlung. Und zwar die letzte für diese. Es hätte eigentlich eine Steam-Errungenschaft geben müssen, glaube ich. Ist egal.
Dann gehen wir wieder ins Menü und machen die nächste Herausforderung. Schwierig. Und dann gibt es noch Community, habe ich nichts. Der lange Marsch. Ein Kreativmodus. Aber erstmal urzeitliche Krieger. Ugur. Entwickler in Siedlungen einer feindlichen Umgebung. In einigen Regionen erzeugte der Mangel an Ressourcen sowie die Überbevölkerung brutale Konflikte zwischen den menschlichen Bevölkerungen. Blutsee, Schlachttal, Blutfluss, Konfliktebene. Ebene klingt erstmal gut. Also Schlachttal oder Konfliktebene? Ich glaube, ich nehme mal die Ebene, weil wenn das hier alles frei ist, dann wäre es super. Normal wird die Technologie der Räuber in der jetzigen Zeit entsprechen. Ja, das weiß ich schon. Hey, die sieht ja aus wie Aloy. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Ich habe schon den Gerber. Und ich kann schon Sachen anpflanzen. Moment. Das ist nicht grundlos so. Ach, ich bin schon im Neolith. Ach, natürlich, ich bin im neolithischen Zeitalter, logischerweise schon. Mein Anbau brauche ich jetzt eh noch nichts. Sonst könnte ich ja auch nicht direkt angegriffen werden. Ah, ja. Muss jetzt erstmal reichen. Moment, ich kann nicht auf Hütten? Ah, da brauche ich Maurerarbeit, okay. Ja. Ich habe gar kein Lagerzelt. Muss hier echt mal ein bisschen anders umdenken, ein bisschen umdenken hier. Erst ein paar Hütten bauen. Ich brauche jetzt dringend mal was. Und irgendwer muss jetzt hier mal Steine holen. Sind gerade ein bisschen überlastet. Aber ich habe schon einen Schlitten. Ah, oh, sehr gut. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Platz hier.
Ja. Ich könnte hier was drüber bauen und dann könnte ich hier Getreide und andere Sachen anbauen, weil die werden ja nicht zerstört. Das hier ist ein idealer Standpunkt, Punkt für sowas. Was gibt's denn hier für Meilensteine? Spiel das jetzt zum ersten Mal Überleben. 2 Jahre. Töte einen Räuber. Aussichtstürme. Okay. Der Metallschmied. 100 Räuber. Bronzeschwerter. 8 Türme. Ja. Das sind Sachen, die standardmäßig eh passieren. Ah, gut, die ersten Hütten. Danke. Erstmal die Leute unterbringen. Und fehlt schon Stroh. Ach, ich habe Hütten, ja. Baut mal den Handwerksschuppen. Ich muss wissen, was ich bauen darf. Ich muss hier mega umdenken. Bei der Mission. Dass ich, weil ich ja nicht von ganz von vorne anfange. Keine Hacken, ist mir schon aufgefallen, danke. Muss wahrscheinlich trotzdem mit Feuerstein anfangen. Da ist Feuerstein. Weitermachen. Und da muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich hier irgendwo ein Feld errichte. Gut, jetzt haben wir eine Lagerhütte. Und ein Getreidespeicher wäre auch nicht schlecht für den Anfang. Klar, wir sind gerade mega überlastet. Das wird aber im Laufe der Zeit noch besser. Ich habe das andere doch alles gar nicht. Da bräuchte ich Hülsenfrüchte. Hab ich Speere. Hab ich. Guck mal, ob er die hinkriegt. Ist noch echt ein bisschen blöd. Schafft ihr das? Haben wir hier irgendwas, was uns angreift? Wenn wir es attackieren. Sowas wie dieser Bär hier.
Könntet ihr bitte mal das Feuer hier fertig bauen? Reicht aber leider noch nicht. Ich brauche das Feuer noch. Wir haben aktuell nichts zu essen. Kann sein, dass das jetzt schief geht. Ich muss mich hier erstmal umgewöhnen tatsächlich. Gut. Wir sind gerettet. Das bringt das erste Essen. Den können wir auch gleich schlachten. Bitte. Habe ich eine Mörser schon gebaut? Ich glaube schon. Ja, der steht da. Wir fangen an mit ein bisschen Wick Vaporob Linse. Keine Ahnung, wie das schafft zeitlich. Ich glaube fast nicht. Was sagt wir 200%? Ja, kann ich direkt priorisieren, ist okay. Wir fehlen halt dringend Leute. Hier noch was? Der Bär da, ja. Der noch gejagt werden muss. Habe ich was zum Angeln? Ja, habe ich. Wenn ich ein bisschen Lehm habe, dann läuft's auch. Ja, ich brauche halt das Bärenfleisch. Der will trinken, okay. Ich muss erst mal gucken, dass ich ein paar Leute dazu krieg. Weil so wie es aktuell ist, funktioniert es halt nicht. Gerade am Anfang hast du halt zu kämpfen, dass du überhaupt irgendwie klarkommst. Und jede Person, die ich halt verliere, ist sehr, sehr hart gerade. Stöcke reichen eigentlich gerade, die ich habe. Wenn er noch 2 Jahreszeiten durchhaltet, dann wird's besser. Auch dringend essen. Schön, dass du die Haut holst. Den Hirsch schaffen wir nicht. Der rennt uns weg. Deshalb brauchen wir dringend was, was uns angreift. Sowas. Das greift uns zwar nicht an, aber ihr wisst, was ich meine. Ey, die holen echt die Haut und lassen alles andere liegen. Yep.
Angel habe ich hier noch nicht. Okay, tut mir leid. Und schlachten. Du schlachtest den jetzt. Was machst denn du? Oh, Händler, gut. Warte mal, wo? Da. Du hast Brote für uns. Und Stroh. Ich nehme mal, wenn es geht, alles. Ist das Brot? So, das heißt, die Hütte kann jetzt gemacht werden. Ach, die ist abgehauen, interessant. Tut mir leid, Hündchen. Wir haben das erste Brot und wir können das nächste Haus bauen. Die Belastung wird ein bisschen besser. Wenn auch nur temporär. Ist mal das Brot da. Gut. Es verhindert auf jeden Fall, dass wir Leute verlieren. Gut. Wir brauchen dringend Leute. Und auch dieser Kornspeicher wird uns den Arsch retten. Ja, Hautoutfits mehr haben wir aktuell. Ein Hauttrockner bräuchte man eigentlich auch noch. So, jetzt ist die Belastung einigermaßen akzeptabel. Ich brauche was Spirituelles. Weil mir gerade das auffällt, dass ich das alles noch nicht habe. Ja, die sind nämlich alle ineffizient deswegen, weil sie ihre entsprechenden Sachen nicht haben. Das sind Lebensmittel, die möchte ich gern haben. Da fehlt noch Lehm. Der Totenkopffall wäre auch nicht schlecht, wenn der gebaut werden würde. Habe ich noch Knochen? Aktuell nicht. Da brauche ich wieder noch ein paar Tiere. Ich habe sie verkauft. Die Hyäne hier kann sterben. Den Hirsch kriegen wir nicht. Den Wolf können wir töten. Noch habe ich ein bisschen Essen, aber jetzt im Herbst wird's dann erst besser. So. Verdammt, blöder Dreckswolf. Ah, danke. Das nimmt uns tatsächlich ein bisschen Arbeit. Sicheln sollten eigentlich reichen, auch wenn die Kacke sind. Sind alle demotiviert aktuell, aber das müssen sie jetzt erstmal noch hinnehmen. Wow, hat der Hörner.
Der macht der Loki alle Ehre. Oder Hellboy. Je nachdem. Erdbeeren. Bei mir wachsen im Garten auch wilde Erdbeeren. Finde ich sehr toll immer. Ich weiß gar nicht, warum die plötzlich gewachsen sind. Aber ich beschwere mich natürlich nicht. Gut, noch ein Wolf. Wir brauchen jetzt mal den ersten Totenkopfpfahl. Technologie. Ja, wir sollten gleich mal mit den Tieren anfangen. Ich glaube, Tiere sind mir gerade wichtiger vor Flachs und allem anderen. Yay, noch mehr Leute, die wir aktuell nicht versorgen können, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt kommt gleich die Erntezeit, jetzt werdet ihr gleich richtig schön überlastet. Jetzt schon. Ja, jetzt müsst ihr das ganze Zeug ernten, das ist jetzt wichtig. Eigentlich kann ich jetzt auch mal einen Arbeitsbereich für Tanin machen. Zwei Leute, die Tanin sammeln. Und euch eigentlich noch eine Gerberstätte. Ihr guckt aber erstmal, dass ihr das hier reinkriegt. Ja, ein bisschen Weizen haben wir jetzt. Ein bisschen Stroh haben wir auch. Das heißt, wir können auch Brot produzieren. Die Produktion läuft an. Frage ist, ob heute jetzt überhaupt noch das Richtige sind. Ja, obwohl, wenn ich darüber nachdenke. Dafür schon, eigentlich schon. Flachs wäre auch nicht schlecht. Gucken wir, dass wir mit Stellen anfangen. Man will ja sein Stroh irgendwie verwenden. Ui, haben wir geschafft. Gut. Eine Todesstätte brauchen wir ja trotzdem noch. Uns fehlt es an Material. Uns fehlt es an Knochen. Wisst ihr, was das Problem ist?
Uns fehlen die großen Tiere vom Anfang. Mammuts und Wollnashörner. Das sind die, die einem anfangs mit richtig viel Haut und allem versorgt haben. Und die fehlen aktuell halt einfach. Wollstoff, Leinstoff. Okay, das ist einfach nur für die Netzherstellung. Da kriegen wir Weber und Ausstatter. Gut, 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 gut. Dann kommt als nächstes der Flachs dazu. Flachs und Schafe brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Verdammte Hyäne. Ich jag die trotzdem noch. Ja, die Leute sind ein bisschen unglücklich. Es gibt echt kaum was zu jagen hier. Das ist sehr schlecht für mich. Die Ziegen brauche ich. Ansonsten hast du, glaube ich, nichts, was mir groß hilft. Das würde ich dir geben, das Getreide. Ich habe noch 15 Brote, das reicht erstmal eine Weile. Ich habe nicht so viel zum Handeln. Merke, Sicheln, Äxte und Hacken machen. Das will ich behalten. Oh. Ja, wir haben die ersten Ziegen. Oh, warte mal, ich hätte lieber die Ziege. Sehr hohe Auslastung gerade. Wir haben Wasser mit den Ziegen. Ein Bärenangriff. Den schlachten wir gleich mit. Wenn du schon mal da bist. Aha. Kann sein, dass die verhungert. Ich brauche halt echt mehr Leute. Na, wir haben eine extrem hohe Auslastung, obwohl eigentlich gerade alles erledigt ist erstmal. Das Gute ist, jetzt kommen erstmal die Ziegen rein. Jetzt kommt erstmal Ziegensachen. Das Totem brauchen wir auch unbedingt. Das Hügelgrab. Wird überleben, ist hundemüde. Auch, wird auch überleben. Erntewerkzeuge fehlen, ja. Yay! Kommt nur alle her! Flachs. Weiß ich. Ein großes Flachsfeld, bitte. Ja, die Belastung ist gerade sehr hoch, aber das müssen wir in Kauf nehmen.
Was? Habe ich gesagt, dass es angegriffen werden soll? Gut, das ist jetzt mein Hund. Das könnte echt knapp werden. Töten. Wo läufst du hin? Müssen gucken, dass du auf Distanz tötest. Ich brauche halt so viele Sachen jetzt gleichzeitig. Das macht es echt schwierig. Ich hoffe, jetzt kommen noch keine Angriffe. Gut. Wie viele Erntewerkzeuge haben wir denn? 3 Stück erstmal. Ab 5 sollte ich kommen. Bis zur nächsten Jahreszeit. Ich hoffe, dass es langsam besser wird. Gut, jetzt haben wir die Knochen. Jetzt können wir hoffentlich bald hier mal ein paar Sachen weiterbauen. Hier kommt Fleisch. Schön, dass das mit den Prioritäten auch richtig gut funktioniert. Das hier hat oberste Priorität, da wird ein Knochen gebraucht. Hier werden 2 Knochen gebraucht. Ja, bauen wir doch das. Ja, wir brauchen mehr. Einfach mehr von allem. Woran fehlt es am Lehm? Da müsste aber eigentlich soweit da sein. Das Schöne ist, wir kriegen dann gleich hier die ersten Wicklinsen. Aber ich stehe auf rote Linsen. Braune, rote mag ich, glaube ich, fast noch lieber als braune. Die Belastung ist, glaube ich, aber auch zu hoch, weil die gerade nicht beten können und deshalb ineffizienter arbeiten. Oh, Flachs wird nicht mehr angebaut, schätze ich mal. Ist nicht ganz so tragisch. Ziegen haben sich noch nicht verbessert. Ziegen bräuchten wir aber. Schafft es auch ein bisschen Flachs anzubauen? Ich glaube nicht. Jetzt ist erstmal Erntesaison von den Linsen. Das bringt wenigstens direkt Essen rein. Ein Sturm. Ja, weil die unzufrieden sind. Interessante Sache. Ich bräuchte eigentlich wirklich einen Weber und einen Ausstatter. Andererseits bringt er mir noch nicht viel. Zumindest nicht ohne Schafe. Ist das eine Auerochse? Ja, aber kann ich ja nicht haben. Auch das Wildschwein bringt mir jetzt noch nicht viel. Essen läuft ja so weit erstmal tatsächlich. Oh, hier Birnbäume. Kirschbaum, Kirschbaum, alles holen, wenn es geht. Alles abgeerntet.